Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Arzt wieder zugeschaltet aus Wien über Zoom. Leider, Corona-bedingt, müssen wir auch immer mehr auf Zoom ausweichen, aber lassen wir uns nicht unterkriegen, machen wir ganz munter weiter. Und mit ihm möchte ich heute ein Thema ansprechen, was mir verschiedene Menschen per YouTube zugeschrieben haben. Wir sollten doch unbedingt mal eine Sendung machen über hochdosiertes Vitamin C. Und genau das ist ein großes Thema meines Gastes. Er ist ein Verwandter von Niki Lauda, heißt selbstverständlich auch Lauda. Der Dr. Peter Lauda ist da aus Wien. Hallo, lieber Peter, herzlich willkommen im Studio. Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, hochdosiertes Vitamin C habe ich auf deiner Homepage gelesen, ist eine der Therapieformen, die du oft nutzt. Und da möchte ich gerne ein bisschen mehr hören darüber, über das Vitamin C. Wann gibst du das? Wie viel gibst du das? Wem ist es, für wen ist es gut? Ist es förderlich fürs Immunsystem? Und. Bitte informier uns da mal ein bisschen über das Vitamin C. Okay, die ersten Arbeiten über das Vitamin C, die publiziert wurden, die stammen aus dem Jahre 1974. Mhm. Unter anderem auch vom Linus Pauling, dem zweifachen Nobelpreisträger. Man hat höhere Dosierungen, auf die Dosierungen komme ich jetzt gleich, vor allem Tumorpatienten verabreicht und hat gesehen, dass sich ihre Lebensqualität verbessert und vor allem die Überlebenszeit, also dass das Leben verlängert werden kann. Das sind Arbeiten, die kann man überall nachlesen. Inzwischen gibt es eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur zur Hochdosis-Vitamin-C-Behandlung. Was ist jetzt, wann spricht man von einer hohen Dosierung? Ich würde sagen, wenn man über 25 Gramm, spreche ich von Hochdosis, weil es gibt ja Infusionen mit 7,5 Gramm. Bei diesen hohen Dosierungen sind aber gewisse Regeln einzuhalten. Es muss die Glucose-6-Phosphate-Hydrogenase bestimmt werden. Das ist ein Enzym, das muss über 130 von der Aktivität sein. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, bei Tumorpatienten, also in der Antitumorbehandlung, dann bei Schmerzpatienten kann man es einsetzen. Da hat die Kollegin Anitra Kerr von der Tobago-Universität in Neuseeland sehr viele Publikationen, die auch wirklich lesenswert sind, wo sie auch den biochemischen Hintergrund erklärt. Vielleicht der Punkt der Tumorbehandlung. Eine Tumorzelle besitzt ein bestimmtes Enzym nicht, es hat einen Vollnährstoffwechsel. Und wenn das Vitamin C-Molekül in einer bestimmten Dosierung, und darum muss man es IV verabreichen, in die Tumorzelle kommt, dann wird es in das Semidehydroascorbat-Radikal umgewandelt und wirkt in der Tumorzelle aufgrund des Vollnährstoffwechsels und der fehlenden Katalase, wie dieses Enzym eben heißt. Eine Tumorzelle will schnell wachsen und bildet gewisse Enzyme nicht. Es hat permanent einen Vollnährstoffwechsel. Ja, ja. Und das Vitamin C wird dann eben ins Radikal umgewandelt und zerstört die Tumorzelle selektiv. Das ist ein genialer Mechanismus, während in einer gesunden Zelle, weil es eine andere Biochemie hat, auch im Zwischenzellraum wirkt es antioxidativ, also schützend. Mhm. Und da gibt es also auch umfangreiche wissenschaftliche Literatur, große Zentren, mhm, wie die Riordan Klinik zum Beispiel in Amerika, mhm, das Kansas City Medical Center, mhm, die Frau Professor Jeannie Driscoll, die ich auch persönlich kenne, haben damit wirklich sehr gute Erfahrungen. Und das sind ja onkologische Zentren in Amerika, die das eben ebenfalls komplementär anwenden, gibt keinen Grund. Und auch bei hohen Dosierungen Patienten mit sehr schnell wachsenden Tumoren, zum Beispiel wie Bauchspeicheldrüse, können auch Dosierungen bis zu 150 Gramm verabreicht werden, wobei das von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber ich glaube, dass es eine wichtige und vor allem sehr kostengünstige komplementäre Behandlungsmethode ist. Jetzt habe ich schon. Und IV muss es verabreicht werden, weil ich sehr hohe Dosierungen
brauche ich im Körper so mindestens über 300, 340 bis 400. Okay. Und das ist auch etwas, es spricht ja nichts dagegen, dass man diese Infusionen durchführt. Und die zweite große Gruppe sind eben in der Schmerztherapie, wo man auch die Vitamin-C-Infusion anwenden könnte. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Noch für die Zuschauerin, er sagt immer, das Wort IV heißt intravenös, das heißt wirklich über eine Infusion wird das Vitamin C nach Angaben des Arztes entsprechend eingeflößt, eben bis zu so hohen Dosierungen. Ich lese aber immer wieder gerüchteweise, dass sich auch Tumore zurückbilden bei hochdosierten Vitamin C-Gaben. Ist das ein Gerücht oder kannst du das nachvollziehen, dass das stimmig wäre? Wenn ich es im Rahmen von einem komplexen Therapieschema angewendet wird, vielleicht ein bisschen anders die Frage. Ich glaube zum Beispiel, dass es auch ganz wichtig ist, dass die Tumormasse zum Beispiel operativ entfernt wird, weil je größer der Tumor, umso schwieriger die Behandlung, also dass auch die Operation und von Tumor zu Tumor, das ist ganz unterschiedlich. Dass Chemotherapie, Bestrahlung, aber das ist eben durch das Vitamin C, weil Vitamin C, wenn es gegeben wird, schützt eben auch die gesunden Zellen. Mhm. Auch durch Gabe von Antioxidantien kann die Wirksamkeit einer Chemotherapie erhöht werden und die Nebenwirkungen können abgesenkt werden. Da gibt es also wirklich tolle Arbeiten auch vom Keith Block, vom Block Medical Center in der Nähe von Chicago. Das ist ja publiziertes Wissen, Alexander. Das sind ja keine Dinge, die sich die Menschen über Nacht ausgedacht haben, sondern das sind Erfahrungen und das ist publiziertes Wissen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es einfach im Rahmen von integrativen Tumortherapiekonzepten anwendet. Es spricht ja nichts dagegen. Dann gehen wir mal weg von diesem Tumorgeschichte und mal rüber einfach ins Vitamin C. Ich habe von Kind auf gelernt, von meiner Mutter, dass Vitamin C gesund sei, stärkt mein Immunsystem und ich musste doch tatsächlich jeden Tag so einen Apfel essen. Ich kann die Äpfel nicht mehr sehen. Aber schlecht, das musst du weiter essen. Ich weiß. Aber an apple a day keeps the doctor away. Ja, könnt's, genau. Du, beim Vitamin C, wenn ich jetzt da die ganzen Detailfunktionen, also die biochemischen, die er aufzählen würde, sitzt man wahrscheinlich morgen in der Früh um 7 noch da. Vitamin C ist eigentlich für das Immunsystem, ich würde sagen, eine Schlüsselsubstanz. Es unterstützt das humorale Immunsystem, es unterstützt die T-Bildung, es senkt die Entzündungswerte. Bei den T-Zellwerten ist zum Beispiel auch eine wichtige Untersuchung bei Corona-Patienten. Ich muss halt nochmal wieder kurz zurückkommen. Und zwar neben den Antikörper-Untersuchungen. Es gibt Menschen, die haben eben diese neutralisierenden Antikörper. Das heißt, die können keinen anderen mehr damit anstecken und das ist ja bei diesen PCR-Testungen ist eine ganz andere Fragestellung und darum finde ich diese Antikörper-Testungen auch, um das zu objektivieren und den Immunstatus zu untersuchen. Und der zweite große Komplex, weil Antikörper reagieren von Patient zu Patient unterschiedlich, es gibt bestimmte T-Lymphozyten, die ganz spezifisch auch auf die SARS-CoV-2-Viren gerichtet sind. Und das können heute auch spezialisierte Labors ganz genau untersuchen. Und bei dieser zellulären Immunität der T-Lymphozyten geht man davon aus, dass das über einen längeren Zeitraum andauert, dass eben die Immunität ist. Da gibt es noch zu wenige Untersuchungen, weil das einfach so ein neuartiges Thema ist. Also man kann sowohl Antikörper wie auch die SARS-CoV-2-spezifischen T-Lymphozyten untersuchen. Auch wiederum die Laboranalytik, um einen Zustand zu objektivieren und eine weitere Strategie zu entwickeln. Ja, das habe ich auch gemacht, also einen T-Zell-Test gemacht und so schauen, ob wir Antikörper haben. Und die haben wir auch schon. Aber lassen wir dieses Corona-Thema beiseite. Entschuldigung, das war das Letzte, was ich dazu
Aber es ist halt immer wieder die Verbindung und wir kommen immer wieder zur Frage des Immunsystems. Ja, das ist einfach eine Schlüsselfunktion. Ja, lass uns dabei bleiben. Ich meine, ich hatte früher diesen Apfel gegessen. Heutzutage haben wir aber viel, viel, viel weniger Vitamin C in der Nahrung drin. Und wir haben auch viel, viel mehr Umweltbedingungen, die uns viel, viel mehr freie Radikale bilden lassen in unserem Körper. Das heißt, ist heute das Vitamin C zur Supplementierung eine Bedingung aus deiner Sicht her, eine dringende Empfehlung an uns Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, das würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt heute keine Möglichkeit mehr, wie du angesprochen hast, weil einfach die Nährstoffdichte in den letzten 20 Jahren abgenommen hat. Mhm. Das sind ja große Untersuchungen von Universitäten, wo auch den Mikronährstoffgehalt und die dramatischen Abnahmen sind vor allem auch beim Vitamin C. Und ich glaube, dass es heute ohne eine gezielte Ergänzung einfach nicht mehr funktioniert, weil man kann ja nicht 400 Orangen oder 300 Zitronen am Tag essen, um auf diese Mengen zu kommen, die der Körper braucht auch für eine optimale Immunfunktion. Mhm. Und viele Krankheiten entstehen ja dadurch oder Symptome, dass es eben an Mangel, unter anderem auch an Vitamin C. Vitamin C ist ja auch fürs Bindegewebe, für die Kollagenbildung, alles Biochemie. Und ohne gezielte Supplementierung, nach vorheriger Analyse, glaube ich nicht bei einigen Mikronährstoffen, dass der Tagesbedarf gedeckt werden kann. Aber darum haben wir ja die Laboranalysen zum Objektivieren. Was ist deine Pauschalempfehlung für junge Menschen oder für wie viel Gramm sollten ältere Menschen zu sich nehmen? Nur so eine Pauschal ohne Labordiagnostik jetzt hier zu betreiben. Ja, das ist jetzt wieder bei mir eine Grundsatzfrage. Ohne Labordiagnostik ist immer ein bisschen schwierig, aber ich werde mich trotzdem bemühen, dass ich das empfehlen kann. Ich würde so ausgehen von ungefähr 1 bis 3 Gramm am Tag. Okay, gut. Bist du noch tief mit deinen Empfehlungen? Naja, ich bin dadurch, dass ich so viele Laborbefunde, zigtausende über die Jahre gesehen habe, kann ich mit diesen pauschalen Empfehlungen tue ich mir ein bisschen schwer, auch was Beta-Carotin, was Vitamin A betrifft. Aber darum haben wir ja die Möglichkeit der genauen Laboranalytik. Und wenn ich das nächste Mal in dein Studio komme, werde ich von 10 ausgewählten Patienten die Befunde mitbringen, dass du auch dir mal ein Bild machen kannst, wie das konkret ausschaut. Also pauschale Empfehlungen, ich weiß, es wird oft gegeben, aber wenn es irgendwie geht, und es gibt ja immer mehr Labors, wo auch die Spiegel genau bestimmen, die Laboranalytik ist mit nichts zu ersetzen, weil du hast einen anderen Vitamin-C-Bedarf wie die Frau, die vis-à-vis von mir sitzt, meine Assistentin. Und du wiederum ein anderer wie dein lieber Sohn, der neben dir sitzt. Und Die optimale Therapie oder von der Dosierung her kann nur aufgrund der Laboranalysen gemacht werden. Das ist ein Faktum. Also der Professor Hecht, wo ich mal bei mir hatte, der Professor Karl Hecht aus Berlin, ist jetzt auch schon eine Koryphäe mit 98 Jahren alt. Der hat mir gesagt, 5 Gramm junge Leute jeden Tag unbedingt. Und jetzt, wo die ganze Krise da ist von einem Virus, der uns massiv beschäftigt, da wären so Dosierungen von 10 bis 15 Gramm für ältere Leute sehr wichtig. Das sind nur pauschale Aussagen, die du jetzt eigentlich nicht unterschreibst. Finde ich eben gut. Nein, das unterschreibe ich nicht. Und zwar aus dem Grund, ich muss jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Durch Vitamin C wird biochemisch, das ist ein starkes Antioxidans. Also es wirkt reduzierend. Wenn jemand hohe Eisenspiegel im Körper hat, kann man zum Beispiel auch mit dem Eisenstoffwechsel erkennen am Ferritinwert. Männer neigen zur Eisenüberladung. Einer der Gründe ist, weil sie viel rotes Fleisch essen. Und wenn der Eisenspiegel im Körper hoch ist,
dann kann auch das Dreiwertige zum zweiwertigen Eisen reduziert werden. Und das zweiwertige Eisen kann wiederum prooxidativ wirken in der Fentenreaktion. Das ist beim Kupfer und beim Eisen, ist, also es kann prooxidativ, es kann oxidativen Stress induzieren. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und darum, das ist immer sehr, sehr komplex und drunter immer mit den, mit diesen pauschalen Empfehlungen. Hohe Dosierungen von Zink können gewisse Gene deblockieren, die sogenannten Fingerprint-Gene. Also das ist, ohne Analysen würde ich es nicht, weil der Mensch war ja ursprünglich geschaffen, dass die Ernährung, das was er zu sich nimmt, und das kann man ja nicht überdosieren. Drum, ohne Analysen würde ich größere Dosierungen und somit 15 Gramm, meiner Meinung nach würde ich nicht. Aber es gibt eben, das ist das Schöne bei dir, dass jeder zu Wort kommt und jeder seine Meinung äußern darf. Das ist ja heute schon ein Privileg. Klar. Jetzt hast du, ich muss noch abstimmen, ob wir vom Gleichen reden. Redest du von intravenösen Zugaben von 1, 2, 3 Gramm? Ich rede nämlich jetzt gerade vom Schlucken, weil ich kann ja nicht intravenös. Ich rede auch vom Schlucken. Gut. Nein. Das, über das wir jetzt sprechen, ist die orale Aufnahme. Ja. Und da ist zum Beispiel auf unserer Homepage gibt es ein Kapitel, ich muss das sagen, Coronavirus und Mikronährstoffe, Unterstützung des Immunsystems. Ja. Das sind die Empfehlungen der ISOM, der International Society for Orthomolecular Medicine, ISOM. Da ist zum Beispiel 3 Gramm täglich in geteilten Dosierungen. Einfach, dass man den Menschen, es hat ja nicht jeder ohne weiteres einen Zugang zu Laboruntersuchungen. Da steht zwar Kombination Vitamin D3 2000, Magnesium 400, Zink 20 und Selen 100 Mikrogramm täglich, eben als Immununterstützung. Und das kann sich, und das finde ich diese Botschaft auch so wichtig, den Menschen zu geben. Das sind Dosierungen, wo man auf alle Fälle mal initial nehmen kann, dass man das Immunsystem unterstützt. Das kann sich jeder Mensch in der Apotheke besorgen oder der Lebertran, der gute alte Lebertran. Ja, ich weiß. Du lachst, aber das sind alte Hausmittel, das die Wikinger schon verwendet haben. Sehr gute Vitamin-A-Quelle, Vitamin-D-Quelle, Omega-3-Fettsäuren. Ich habe müssen, oder nicht müssen, meine Mutter hat mir als Kind und meinem Bruder den Lebertran gegeben. Er hat furchtbar geschmeckt, aber sicher einer der Gründe, warum ich heute auch so gesund bin, nach 50, 60 Jahren. Es müssen endlich wieder mal die alten Naturheilmittel verwendet werden, die auch in der Prophylaxe von großer Bedeutung sind. Und der Lebertran ist eine tolle Quelle für eben A, D und vor allem die Omega-3 ungesättigten Fettsäuren, die auch sehr defizitär sind übrigens. Ja, ich weiß, extrem entzündungsfördernde Omega-6 haben wir heutzutage überlastend in unserem Körper drin, das ist bekannt. Und es ist schön, dass du es wieder mal sagst mit dem Lebertran, freut mich. Ja, das, was für die Wikinger in der Therapie und Prävention gut war, ich bin ein Verfechter der Naturheilkunde. Ich verschreibe auch sehr gerne Naturheilmittel in Form von Tinkturen und Elixieren. Zum Beispiel bei Unruhezuständen, Angst, Hypochondrie kann man die Melisse verschreiben. Melisse-Tinktur, 3x21 Tropfen. Und ich möchte, dass diese alten Naturheilmittel, können wir übrigens auch einmal eine Sendung machen, dass ihr ein bisschen näher eingehen. Das sind zum Teil Dinge, die auf den Paracelsus, auf Hildegard von Bingen zurückgehen. Und ich glaube, das gehört einfach heute in ein modernes, integratives Therapiekonzept dazu. Oder das Bix-Bitter-Elixier bei Magen-Darm-Problemen, wo verschiedene Inhaltsstoffe sind, Kalmus, Dormedille. Genau. Das ist ja altes Wissen und das ist empirisches Wissen, aber es wirkt, es funktioniert und immer mehr Menschen wollen eben diese orthomolekulare in Kombination mit dieser naturheilkundlichen Für das, Behandlung. Das ist genau unser Weg. Wir wollen, dass dieses Wissen nicht verloren geht, sondern dass es erhalten bleibt.
Genau, und vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, und zwar die Aromatherapie. Mhm. Ich verschreibe gerne bestimmte Vollbäder, also wo die Menschen baden können oder auch, wenn sie keine Badewanne haben, den Duschgels, die Wildrose zum Beispiel enthalten oder Latschenkiefer. Das sind alles uralte Naturheilmittel. Mhm. Oder da gibt es zum Beispiel eine Peter, Brustsalbe. Jetzt weichen wir ab. Über diese Wildrose müssen wir eine eigene Sendung machen. Weil das ist bedeutsam, dieses Wissen zu dokumentieren. Lass uns nochmals bei Vitamin C bleiben. Weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Professor gehabt, der war aus Wuhan bei uns und hat gesagt, sie haben in Wuhan mit hochdosiertem Vitamin C gearbeitet, weil das Immunsystem gestärkt wurde. So, das finde ich ja schon sehr wichtig, jetzt auch in diesen Phasen, dass das Immunsystem gestärkt wird. Aber vorhin hast du noch erwähnt, dass es auch bei Schmerztherapien angewendet wird. Kannst du mir dazu noch etwas sagen? Das hängt damit zusammen, dass es durch die antientzündliche Wirksamkeit hat es auch analgetische Effekte. Und das ist etwas, wo weniger bekannt ist. Aber zur adjuvanten Behandlung kann es eben auch bei dieser Indikation gegeben werden. Aber das ist ebenfalls etwas, wo man intravenös geben sollte, weil man hohe Dosierungen braucht. Also IV, und darum heißt es ja HDIVC, High Dose Intravenous Vitamin C. Okay. Das ist ein Begriff, und das ist auch etwas, wo, wenn es richtig angewendet wird, auch sehr gut verträglich ist und auch von den Patienten geschätzt wird. Das sind ja auch wichtige Faktoren, weil fast jeder Mensch hat eine positive Einstellung. Und wenn man es auch nur medizinisch begründen kann, gibt es keinen Grund, es nicht anzuwenden. Gut, okay. Dann darf ich zusammenfassen. Vitamin C hilft bei Tumorerkrankungen hier stabilisierend einzuwirken. Das heißt, dass dieser Gärungsprozess reduziert werden kann, nicht geheilt. Wir reden nicht von Ursachentherapie, sondern auf der Wirkungsebene hat es einen großen Effekt. Wir können bei Schmerztherapien, wo ja auch Entzündungsprozesse sind, die eigentlich entgegenwirken und damit den Heilungsverlauf stärken, und das Immunsystem wird gestärkt. Ja, gut. Das ist vollkommen korrekt zusammengefasst. Man könnte das fast auch noch sagen bei der Schmerztherapie. Es hat so eine ähnliche Wirkung wie das Cortison, das gegeben wird, also die antiinflammatorische Wirkung. Denn wird angenommen, dass es auch über gewisse Schmerzrezeptoren so wie eine Art Unterstützung, also viele positive Effekte. Und wenn es korrekt angewendet wird, dann wird es eben auch sehr gut vertragen. Es hat also eine hervorragende Verträglichkeit und gibt keinen Grund, aus meiner Sicht, das nicht ebenfalls anzuwenden. Super. Wie viel Gramm nehmen Sie selber? Nimmst du selber, du, Peter? Du, ja. Du. Ja, lieber Peter, wie viel nimmst du? Ich habe unterschiedliche Kombinationen. Heute in der Früh waren es zum Beispiel 7 Kapseln, die ich genommen habe. Ich wechsle immer ab zwischen dem Ester-C, dem gebufferten Vitamin C und dem Ascorbylpalmitat. Mhm. Und wenn du das jetzt gerade ansprichst, da gibt es auch sehr etwas Gutes, wo man auch bei akuten Infekten sehr gut nehmen kann. Und zwar, es gibt eine Firma, ohne die jetzt natürlich nennen zu wollen, die bietet ein sogenanntes liposomales Vitamin C an. Vor allem eben auch bei viralen Infekten. Das Liposomale ist eine sehr schnelle Transporttechnik in die Zelle. Wow. Ich habe es auch schon einige Male genommen. Also das ist eine sehr gute Form, durch orale Aufnahme entsprechend hohe Spiegel zu erzeugen. Das gibt es erst seit kurzem. Mhm. Mehrere Firmen bieten es an, das Liposomale
Vitamin C, es gibt auch ein liposomales Glutathion zum Beispiel. Okay, also ganz spannend. Das sind einfach Dinge und ich bin überzeugt, dass das in Zukunft noch eine große Bedeutung haben wird. Ich habe mal irgendwie geschichtlich gelesen, dass Vitamin C eigentlich immer eine hohe Bedeutung hatte, bis es dann irgendwann in Amerika gesagt wurde, sei völlig überbewertet, hat keine große Wirkung und dann wurde das irgendwie total in Vergessenheit geraten. Sowas habe ich mal gelesen. Ich persönlich nehme jeden Tag 5 Gramm, aber man muss immer ein bisschen aufpassen mit der Dosierung, dass man nicht Durchfall kriegt. Und deshalb ist wahrscheinlich diese liposomale Verbindung viel effektiver, oder? Das ist eine andere Galenik. Man hat ja früher auch bei akuten Erkältungskrankheiten, wie man die Analysen hat nicht so machen können, hat man einfach das Vitamin C so hoch dosiert, bis eben der Durchfall eingetreten ist. Das war oft so zwischen 10 und 20 Gramm. Mhm. Du kannst ja nichts falsch machen dabei, wenn du das kurzzeitig anwendest. Das ist ja das Wunderbare. Es gibt ja in dem Sinn keine Nebenwirkungen. Es kann nur helfen und nützen. Mhm. Und das Liposomale ist ein ganz interessantes. Das wird ja auch bei Medikamenten, diese liposomale Technik, angewendet und gibt da einige Firmen, die da wirklich sehr gute neue Präparate anwenden. Es gibt ja viele Aktivitäten von Vitamin C. Man kann Vitamin C über die Achai-Pflanze aufnehmen. Man kann es über Acerola, welche Form auch immer. Mhm. Aber eine tägliche Zufuhr ist erforderlich. Aber ich möchte mich da jetzt nicht nur auf das Vitamin C kaprizieren, sondern es gibt viele Mikronährstoffe, die in der Versorgung defizitär sind, ja, klar, und die dann halt, wenn diese Mangelzustände da sind, auch zu entsprechenden Symptomen und Krankheiten führen. Und der Vitaminmangel ist einer der Hauptrisikofaktoren für Symptome und Krankheiten. Habe ich verstanden. Heute wollten wir über Vitamin C reden und das nächste Mal reden wir über diese komische Rose, die du da mal erwähnt hast. Ich denke, solche Schätze zu hören und zu verbreiten, macht mir einfach Freude. Lieber das merkt Peter, man. Dann werden wir einmal über das Molybdän sprechen, dann werden wir über Strontium und Osteoporose sprechen. Also da gehen wir hin und her von der Naturheilkunde zu den Mikronährstoffen und zurück. Super, großartig. Danke für die Freude, dass du mich da unterstützt, im Bereich QS24 Naturheilkunde zu verbreiten. Herzlichen Dank auch nochmals für dich nach Wien. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich auch, dass wir heute mit dieser Vitamin-C-Sendung Ihnen die ein oder andere Anregung geben durften, konnten. Sie gehört haben, für was also es gut ist. Und wenn Sie irgendwo im Bereich eine Krankheit sind, sprechen Sie es bitte mit Ihrem Arzt ab. Lassen Sie es labortechnisch bestimmen, wie viel Vitamin C Ihnen gut tun würde. Und wenn Sie gesund sind, so wie ich, dann hat der Arzt uns Vorgaben gemacht. 1 bis 3 Gramm ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, sehr, sehr nützlich. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, würde ich so unterschreiben. Okay. Super. Gut. Dann danke ich mir. Bleib bitte noch dran. Nicht abstellen. Dranbleiben. Ich verabschiede mich von dir. Tschüss, Peter. Alles Gute und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.